Früher konnte man sein Handy einfach ausschalten, heute muss man es runterfahren. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Game Dev. Mein Name ist Tom und ich habe etwas getan, von dem ich dachte, dass ich es niemals tun werde. Wie du sicherlich weißt, programmiere ich ja mit OpenGL und Java. Und die Schnittstelle zwischen Java und OpenGL ist bei mir Yogel. Und du musst jetzt sehr stark sein. Yogel ist tot. Vor ein paar Wochen habe ich mein System neu aufgesetzt, also Windows wieder neu raufgespielt. Und seitdem wollte Yogel einfach nicht mehr mein Freund sein. Ich habe stundenlang damit verbracht, dieses Ding zum Laufen zu bringen. Aber irgendwas ging immer nicht. Und dann habe ich es am Ende einfach begraben. Damit habe ich sozusagen in den letzten Wochen meine Zeit verplempert. Und so entschied ich mich kurzerhand, mich mit der LWJGL auseinanderzusetzen. Und das funktionierte dann auch schon etwas besser. Wie auch Yogel ist LWGJL ficken. Wie kann man denn so eine Scheiße machen? LWJGL ist wie auch Yogel eine Schnittstelle zwischen Java und den OpenGL-Befehlen der Grafikkarte, wenn man so möchte. Nur eben, dass LWJGL auf Videospiele spezialisiert ist. Und das ist vor allem, wenn man ein Spiel programmieren will, ziemlich praktisch. So kann ich ziemlich simpel auf Maus, Tastatur und Controller zugreifen, was in Yogel etwas, sagen wir mal, umständlicher war. Ein weiterer Punkt, warum ich mich für LWJGL entschieden habe, ist der, dass diese Bibliotheken auch für Minecraft benutzt wurden. Und wenn du ein Problem hast und dein Spiel nicht läuft oder irgendwelche wirren Fehlermeldungen ausspuckt, dann sind das die gleichen Fehlermeldungen, die auch bei Minecraft passieren. Und da findet man viel schneller Hilfe im Internet. Und das ist doch ein Vorteil, möchte ich mal meinen. Weil irgendwas ist ja, besonders bei PC-Spielen und Indie-Games immer. Da kommen Fehlermeldungen, die hat man noch nie in seinem Leben gesehen, auch als Programmierer nicht. Oder im Umkehrschluss, wenn Minecraft läuft, läuft höchstwahrscheinlich auch Heart Eater. So habe ich die letzten Tage damit verbracht, Yogel rauszuschmeißen aus dem Code und LWJGL reinzustecken. Das hat ein paar Tage gedauert, war aber ziemlich einfach, muss ich sagen, und jetzt funktioniert das auch alles wieder ganz sauber und ich kann wieder ein bisschen weitermachen mit der Entwicklung. Bisher dreht mich ja eher im Kreis, aber so ist das nun mal manchmal. Und dadurch, dass ich jetzt auch Schule habe und für die Schule viel machen muss, habe ich weniger Zeit für private Projekte und ich will ja auch Videos machen und dann bleibt halt bei der Programmierung so ein bisschen weniger Zeit übrig. Aber die ich denn habe und die Motivation, wenn sie da ist, dann hoffe ich doch, dass ich da nach und nach auch mit kleinen Schritten weiterkomme und euch was zeigen kann. Sollte ich die 500 Abonnentenmarke knacken, werde ich ein kleines Dankeschön-Gewinnspiel veranstalten. Aber YouTube sagt doch nein, 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 nein! Facebook aber nicht. Und ich habe mir Folgendes für dich ausgedacht. Ich werde ein Sprite aus Bügelperlen herstellen, wie zum Beispiel diesen Metroid oder diesen Ganon aus Zelda. Und du kannst entscheiden, welcher das sein wird. Ich wollte halt was machen, was man nicht einfach so verschenken kann, sondern was mit ideellem Wert, wo ich auch Zeit reinstecken muss. Weil Kopfhörer für 200 Euro kann ja jeder raushauen. Zum Beispiel der Metroid, der hat 10 Stunden ungefähr verbraucht, also da war ich schon den ganzen Tag mit beschäftigt. Ja, und welchen Sprite ich für dich mache, kannst du so ein bisschen selbst mitbestimmen. Schick mir auf Twitter Vorschläge für Sprites, die ich herstellen soll, falls du gewinnst. Ich werde dir dann da eine kleine Auswahl zusammenstellen und aus denen kannst du dir dann eine aussuchen. Und wenn du Fragen dazu hast, dann einfach in die Kommentare damit. Ich beantworte in der Regel ziemlich flott, weil ich ganz doll oft vorm Rechner hänge.